Wie können wir denn mit dem Boden das Klima retten? Hier ist echt eine Chance, die wir begreifen müssen. Ja, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Willkommen zurück bei The Hitchhiking Teacher. Ich bin hier noch am Tempelhof, am Ökodorf und ich fahre jetzt mal hier rüber zur Landwirtschaft, zum Gemüse. Ich helfe heute ein bisschen mit und schau mir das mal an hier und bin ganz schön gespannt. Ich habe hier jemand ganz Besonderes neben mir, der Stefan Schwarzer. Ich habe vor ein paar Wochen sein Buch gelesen und ich bin ganz begeistert. Genau, er ist seit 20 Jahren bei den Vereinten Nationen als Umwelt... Als Geograf, ja. Seit 20 Jahren für das Umweltprogramm der Vereinten Nationen am Arbeiten in Genf und bin Geograf und Permakulturdesigner. Und Permakulturdesigner. Und er hat ein Buch geschrieben, nämlich, magst du es uns zeigen? Genau, die Humusrevolution. Wie wir den Boden heilen, das Klima retten und die Ernährungswende schaffen können. Ja, wie können wir denn das Klima retten mit dem Boden? Wie funktioniert denn das? Ja, Klima retten ist vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall gibt es ein großes Potenzial, die CO2-Emissionen, die wir emittieren, in den Boden zurückzuholen, weil letztendlich auch ein Teil, und wenn wir so auf die letzten 150 Jahre rechnen, ein Drittel der Emissionen, die durch den Menschen in die Atmosphäre gekommen ist, letztendlich aus der Landwirtschaft stammt, also ein guter Teil davon einfach auch aus dem Boden, weil Humus, organische Substanz, oxidiert ist, ja, und das dann als CO2 in die Luft gegangen ist. Und das können wir eigentlich auch wieder zurückholen, ja, dahin zurückbringen, wo es vorher war. Und damit kann man eigentlich eine ganze Menge sogar aus der Atmosphäre zurückbringen. Und wie sieht es dann praktisch aus? Also wie kann ich jetzt in der Landwirtschaft CO2 in den Boden reinbringen? Ja, im Prinzip ist das ganz einfach. Der Boden muss immer bedeckt sein, weil der Schlüssel dazu die Photosyntheseleistung der Pflanzen ist, weil die letztendlich Wasser, CO2, Licht brauchen, vor allen Dingen Licht und CO2. Und daraus Kohlenhydrate, Zucker produzieren, die sie bis zu 70% über die Wurzeln in den Boden abgeben und im Wurzelbereich vor allen Dingen Bakterien und Pilze nähren. Und das ist halt ein Beispiel, wie es eigentlich nicht gemacht werden sollte, weil letztendlich ist gepflügt worden im späten Herbst und im Moment liegt halt dieser Boden offen. Der liegt halt, ne, 3, 4, 5 Monate offen, je nachdem, wann dann die Frühjahrsaussaat passiert. Und das heißt, bei kräftigem Regen fällt hier drauf, verschlemmt, wird abgetragen. Hier Degradationsprozess, Verschlemmung, es zerläuft halt dann mit der Zeit, es hält, der Boden hält nicht mehr. Ja, also das sind diese typischen, fast schon Verwüstungsprozesse, weil halt nichts mehr zusammenhält. Ne? Wenn das ist jetzt barzig, pampig, ne? Wenn das trocknet, dann ist das wie eine Sandgrube. Nicht gut. Ja. Da drüben ist er nicht bedeckt, ist im frühen Winter einfach gepflügt worden, der Boden liegt offen, Photosynthese kann nicht mehr betrieben werden, Humus oxidiert, geht in die Luft, Bodenerosion ist auch ein Problem dabei, Wasserspeicherfähigkeit geht verloren, etc. etc. Und so wollen wir es nicht machen und man kann das auch auf dem Acker anders machen, also nicht nur hier bei uns im Gemüsegarten, wo eben eigentlich grundsätzlich 350 Tage im Jahr der Boden bedeckt ist, um das Bodenleben zu nähren, den Boden zu bedecken, Kohlenstoff in den Boden zu bringen, Humus aufzubauen, Wasserspeicherfähigkeit zu erhöhen, Nährstoffdichte zu erhöhen, etc. etc. Also das ist eine Win-Win-Win-Win-Win-Solution. Da kann man ziemlich viele Wins dranhängen, weil es eben nicht nur darum geht, CO2 zu speichern, Kohlenstoff zu speichern, aus der Atmosphäre rauszuholen, sondern den Vorteil hat, dass mit Humusaufbau eben der Nährwert des Gemüses oder Getreides steigt, ne, die Wasserspeicherfähigkeit steigt, die Wasserinfiltration steigt und deswegen sich
dieser Ansatz halt vielfältig lohnt. Ja, dann schauen wir uns das doch mal an, wie das aussieht mit dieser Bodenbedeckung. Ja, laufen wir mal da vorne hin, wo es bedeckt ist. Im Prinzip können wir schon hier jetzt einfach gucken. Ne? Und wenn man drauf schaut, man sieht halt keinen offenen Boden. Ja? Da vorne ist ein kleines Mauseloch, das sieht man. Aber ansonsten ist der Boden bedeckt. Das ist hier ein Roggen, der hier draufsteht, der im Herbst gesät worden ist, der das Bodenleben nährt. Aber unten drunter sind 20 mal so viel in Gewicht Bodenleben, wie oben drüber leben könnte. Also oben auf einem Hektar rechnet man normalerweise mit einem großen Rind, ja, was da auf einem Hektar leben kann. Und unten drunter sind es aber locker 10, 20 oder mehr Tonnen Bodenleben. Ja, also Bakterien, Pilze und andere und Regenwürmer natürlich auch. Ne? Und die wollen genährt werden. Die brauchen einfach den Zucker, den die Pflanzen produzieren können. Ne? Und wenn man eben dann hier hinguckt, dann muss man suchen, ja, den offenen Boden, weil er natürlich durch die Pflanzen bedeckt ist und damit geschützt ist, Bodenerosion kein Thema ist und gleichzeitig einfach dieser Bodenaufbau, der Humusaufbau betrieben werden kann. Kann ein Mensch sagen, dass jetzt dieser Winterroggen hier, dass diese Pflanzen CO2 im Winter das CO2 in den Boden bringen, ja, und dadurch auch der Humus aufgebaut wird? Ja, sie sind natürlich im Winter nicht so aktiv, ne? Das ist klar, also viel wachsen tun sie nicht. Aber jetzt, wo zum Beispiel die Sonne scheint, ist es einfach so, dass sie weiter Photosynthese produzieren und damit, ne, CO2 brauchen dazu und das in den Boden bringen. Also auch jetzt im Winter produzieren sie noch Zucker, das heißt Kohlenstoff, der im Boden landet. Wie viel Fläche bräuchten wir auf der Erde, damit wir genug CO2 über diese Pflanzen genug CO2 in den Boden bringen? Ja, also wenn wir, wir Menschen stoßen etwa 10 Gigatonnen an Kohlenstoff aus, also jetzt in Kohlenstoff und nicht in CO2 gerechnet. Und also jedes Jahr. Leicht wachsend. Und wenn wir alle landwirtschaftlich genutzten Flächen, dazu gehören Forstflächen auch, ja, wenn wir darauf den Humusanteil um 0,4% steigern würden, das heißt 4 Promille, da gibt es eine französische Initiative, die bei diesem Paris-Treffen vor ein paar Jahren lanciert wurde. Wenn wir auf all diesen Böden den Humusgehalt um 0,4% steigern würden, könnten wir diese 10 Gigatonnen komplett aus der Atmosphäre ziehen. Jedes Jahr, nicht unbedingt für die nächsten 100 Jahre, weil irgendwann ist eine Sättigung erreicht. Ja. Aber in den nächsten 10, 20, 30 Jahren wäre das möglich. Das ist, es gibt Bauern, die eine Form von einer aufbauenden regenerativen Landwirtschaft betreiben, die deutlich höhere Werte haben, ja, die weit über die 0,4% herauskommen. Das heißt, bei uns in der Klimazone, aber auch in tropisch-subtropischen Zonen ist das durch verschiedene Methoden der regenerativen Landwirtschaft, die wir in dem Buch auch so ein bisschen erklären, aber die man auch bei YouTube googeln kann oder bei unserem Symposium Aufbau und Landwirtschaft, Videos sind auf YouTube zu sehen, vielfältige Methoden, die man einsetzen kann, um auch höhere Werte zu erreichen als diese 0,4% Humusaufbau pro Jahr im Boden. Also das heißt, wenn du alle menschlich genutzten Flächen im Sinne von Landwirtschaft und Forstwirtschaft, also gemanagt, ja, nicht Urwälder oder sowas nimmst, und auf all diesen Flächen, und ich meine, das wäre so ein Drittel der Landoberfläche, ja, ne, ein Drittel sind Wüsten und ein Drittel ist halt landwirtschaftlich genutzt in verschiedensten Formen, aber ich würde mich jetzt darauf nicht festlegen wollen. Und wenn auf diesen Flächen überall 0,4% der Humuswert gesteigert werden würde, dann würde das diesen 10 Gigatonnen entsprechen, 10 Gigatonnen Kohlenstoff. Aber das Ziel ist ja letztendlich nicht, ich sag mal, diesen kompletten Emissionen über die Landwirtschaft aus der Atmosphäre zu ziehen. Es ist nur ein Bild dafür, was für ein Potenzial da ist, was für Möglichkeiten da sind. Und es darf eben auch nicht eine Ausrede sein, dass wir immer weiter, ne, CO2 produzieren, weil wir können ja sagen, ach, das wird ja alles in Böden gespeichert, mit den Vorteilen, die es auch hat, ne? Sondern es ist nur, okay, hier ist echt eine Chance, die wir begreifen müssen und wo wir auch
die Landwirte dabei unterstützen müssen, in diese Richtung zu gehen. Ja, das ist vom gesellschaftlichen Interesse, dass sie die Bauern in irgendeiner Form dabei unterstützen, dass sie Humusaufbau betreiben. Und dazu gehört letztendlich eine Art, also das Bewusstseinswandel, ein Paradigmenwechsel, weil wie wir eben hinten sehen, wo der Acker gepflügt ist, ne, das ist halt, also das ist auch nicht mehr State of the Art. Ja, das ist nicht mehr Wissen von heute, dass das gemacht wird. Also sag mal, viele Bauern machen es anders, zum einen, weil sie dafür bezahlt werden, Greening, also Subventionen, die sie dafür kriegen. Mhm. Aber was im Moment entsteht, ist auch bei den Bauern ein anderes Bewusstsein für, wir müssen anders mit unseren Böden umgeben, weil eben auch Bodenerosion ein Riesenthema ist. Mhm. Nährstoffverlust, aber eben Humusverlust auch, Wasserspeicherfähigkeit. Und ich glaube, da passiert gerade was. Aber das braucht eine gesellschaftliche Unterstützung, gesellschaftlich, politisch auch. Ja, also wenn ihr das Thema auch so spannend findet wie ich, dann könnt ihr euch ja drin nochmal vertiefen. Was gibt's da noch für Links, wo Mensch das nachschauen kann? Genau, also zum einen habe ich einen Blog, wo ich viel poste, also zwei, drei Tage, lebensraum-permakultur.de als Blog oder auf Facebook auch. Das Symposium, was wir hier einmal im Jahr veranstalten, was jetzt gerade letztens das vierte Mal stattgefunden hat, mit super spannenden Vorträgen, die sind alle auf YouTube und im Kanal Aufbauende Landwirtschaft. Wer sich ein bisschen weiter noch informieren möchte, wir haben eine Webinar-Reihe ins Leben gerufen. Da fängt jetzt Mitte Februar die zweite Reihe an. Das sind 10 oder 12 Webinare jede Woche. So abends einmal die Woche ein Webinar von Praktikern, die wirklich Erfahrung haben und darüber berichten können. Ich würde sagen, das sind so die Hauptanlaufstellen, die ich jetzt erstmal so empfehlen würde. Wie heißt euer YouTube-Kanal? Aufbauende Landwirtschaft. Okay. Und wo ist dieses Symposium? Das Symposium ist hier bei uns, Schloss Tempelhof, wo wir gerade sind, Lebensgemeinschaft, Projekt, wo wir eben selbst ja auch innovativ arbeiten, was die Landwirtschaft angeht, aber natürlich was andere Bereiche angeht und wo ich mit der Begeisterung, die wir haben für andere Themen der Landwirtschaft, für neue Wege in der Landwirtschaft, das Symposium Aufbauende Landwirtschaft ins Leben gerufen habe. Okay. Danke, lieber Stefan, für deine Zeit und für deine ganze Energie und Arbeit und Mühe. Vielen Dank, dass du das machst. Und ja, wenn ihr das Video interessant fandet, dann abonniert doch auch gerne den Kanal. Und ja, bis bald. Ciao. Ciao, ciao.